Mei, das ist so schön. So ein Urlaub. Nächstes Mal gehe ich auf den Ballermann. An den Strand, so wie normale Deutsche. Nein. Zur Beruhigung, der Steile kommt erst noch. Apotheker und ein Lehrer tragen ihre Mountainbikes auf einen Berg. Was nach dem Anfang eines schlechten Witzes klingt, ist die Grundidee für unseren Sommerurlaub. Wir wollen Berge mit dem Mountainbike erklimmen, um sie danach möglichst genussvoll hinunterfahren zu können. Na gut, 1-1. Alles, was wir für die kommenden 8 Tage brauchen, haben wir in unseren Anhängern verstaut. Da Daniel die Route geplant hat, stehen aller Voraussicht nach sportliche Etappen vor uns. Von mir daheim in Interlaken strampeln wir heute knapp 100 Kilometer hoch zum Saanich-Pass. Bevor wir uns dann ins Zelt verkriechen, wollen wir noch auf den ersten 3000er der Tour, den Aperli-Stock, steigen. Mit dem Auto wäre eine solche Anfahrt jetzt ja nicht weiter tragisch. Doch mit dem Mountainbike und über 20 Kilo schweren Anhängern hinten dran, schaut das dann doch schon etwas anders aus. Der Daniel fährt vorne die Pace. Unser Windschattengeber. Sobald ein Rennradfahrer ihn überholt, gibt er immer Vollgas. Aber gut, chill ich dann halt und lass ihn dann zufahren. Ja, die haben ein bisschen Stress, weil hier so viele Leute sind, die runter wollen. Und mit den Hängern in diese kleine Gondel, ja, das gab ein bisschen gebastelt. Das ist natürlich schon ein sehr beliebter Scheiße. Pass. Sind alle ziemlich. Ja, alle mit dem Auto hier oben. Guck mal da. Ach du Scheiße. Ja. Oh, geile Kabel, ey. Mit 4 Auspuffen. Mit Rallye-Autos, mit Pickup, mit Jeeps, mit Motorrädern. Alle fahren sie da hoch. Aber das Beste, wir haben jetzt halt eben noch unsere Reifen dabei. Schnallen um. Marschieren noch schnell, flugs 800 Höhenmeter hoch. Ja, und sind weg vom Trubel. Ich weiß nicht, ob es so schnell geht. Schauen wir mal, ob wir hochkommen noch. Ich bin schon leicht jetzt ermüdet. Jetzt kannst du das Gipfelfoto machen. Trotz bescheidenem Platz und dezent müffelndem Schlafpartner ist unser Schlaf tief und fest. Und während wir am Abend noch in so wunderbar einsamer Natur entschlummerten, klopft schon am frühen Morgen die Zivilisation in Form von Autos der ersten Wanderer unbarmherzig an unser Zelt. Zelt ist auch nur von innen feucht, weil du so viel geatmet hast. Guten Morgen in den Alpen. Zeit, weiter hinunter ins Wallis zu ziehen. Jetzt bist du fast im Hänger hinten im Bordstein hängen geblieben.
Das Wallis beherbergt neben netten Städtchen, etwas Industrie und hohen Bergen auch ein äußerst gut verknüpftes und fahrradfreundliches Verkehrsnetz. Zu gut, um es nicht zu nutzen. Der Postbus bringt uns für einen schmalen Taler unserem zweiten Etappenziel ein entspanntes Stück näher. Von Sion im Rhonetal fahren wir mit dem Postbus hoch ins Val d'Oron. Von dort haben wir dann noch knapp 1400 Höhenmeter hoch bis zur Cabane de Aiguille Rouge. So schön die Transferetappen auch sein mögen, wir wollen richtige Bergtouren machen. Alles, was wir dafür nicht brauchen, bleibt in den Hängern im Tal und wir steigen mit leichtem Gepäck weiter in die Höhe auf. Wir haben gerade abgecheckt, dass wir morgen früh um 5.30 Uhr Frühstück bekommen. Im Idealfall sind wir dann alle schon ready für aufs Bike. Und dann steigen wir auf etwa 2 Stunden zum Mont de l'Étoile. Der ist 3.369 Meter hoch und sollte sehr schön zum Biken gehen. Wir haben jetzt 5.15 Uhr. Frühstück ist gleich für uns vorbereitet, also voll der Luxus. Ja, und dann schauen wir, dass wir auch mal in den ersten Sonnenstrahlen hochkommen auf dem Mont Etoile. Bisschen unbekanntes Gelände. Dort sind keine Wanderwege eingetragen. Aber wir haben auf Satellitenfotos mal vorher geschaut. Das sieht sehr gut aus. Während bei richtigen Bergsteigern der Satz "Auf dem Gipfel hast du erst die halbe Tour geschafft" eher nach einer Drohung klingt, so bedeutet die Abfahrt für uns erst das ganze Vergnügen. Apropos Vergnügen. Du musst wissen, Daniel ist das, was man landläufig gerne als Maschine bezeichnet. Und auch auf dieser Tour kann es ihm nicht schnell genug gehen. Weder hoch noch runter. Zum Leidwesen von mir, denn mein bevorzugter Fahrstil ließ sich eher mit einem Meerschweinchen vergleichen. Ständig hoppelnd und hüpfend. Das Wetter passt zum Glück und so steht unsere nächste Transferetappe mit gut 65 Kilometern an. Von Evolène geht's wieder runter an die Rhone und dann nach ein paar flachen Kilometern wieder hoch ins idyllische Tourtmantal. Morgen früh steht dann dort das über 3600 Meter hohe Bahorn auf dem Plan. Wir rollern durch wunderschöne Bergdörfchen, rasen Passstraßen hinunter, leiden in der Hitze im Wallis, erleben eine schiere Wiedergeburt beim abkühlenden Brunnen, sehen die Schönheiten der Landschaft und die grotesken Gebilde der ortsansässigen Industrie im Tal. Trotz Abkürzung per Gondel zwingt uns die einbrechende Dämmerung, das Zelt aufzuschlagen. Dennoch breitet sich eine diebische Freude aus, denn unser Zeltplatz ist dermaßen schön, dass es jedem Camplife-Influencer direkt die Schuhe ausziehen würde. Apropos ausziehen, ein Sprung in das kalte Nass erfrischt nach den bisherigen fast 6000 Höhenmetern Geist und Körper. Die Daunen im Schlafsack bringen wieder etwas Wärme in unsere nach Erholung lechzenden Kadaver, auch wenn die Nacht kurz werden wird. Das Schöne beim Bergsteigen ist,
dass man seinen Fortschritt so herrlich sehen kann. Schritt für Schritt, Kehre für Kehre sind geeignete Zwischenziele gesteckt, erlebt man mit deren Erreichen kleine Erfolgsmomente. Bis der Blick hoch zum Gipfel geht, der noch immer in unerreichbarer Ferne erscheint und einem noch einmal um die roten Ohren haut, was 1800 Höhenmeter Radeltragen bedeuten. Leco mio, das ist sausteil. Geht gut in die Wade. Wallister würde jetzt sagen, ihr seid schon höher, eine geile Sieche. Jetzt mein Ego ist auf mindestens 4 Tage. Wenn ich schon mitschleppe, den Scheiß. Oh, ist das meins? Natürlich ist deiner. Ja. Wo hast du den aufgefüllt? Daheim. Abfahrt. So, Bauhorn ist rum. Wir kamen auf die schlaue Idee, nochmal irgendwo hochzufahren, damit wir mehr Trail fahren können. Jetzt pisst's wie Sau. Aber es ist warm. Und der Trail sehr steil. Warum regnet's auch? Verdammt! Ach, das gefällt mir schon besser. Ich habe ja noch mal einen Abflug gemacht. Ich? Oh, scheiße, nee. Shit, Jakob, du bist so Psycho. Der Sack. Da. Cut. Vom Daniel hat eine Hütte hier oben plus 2 riesengroße Tipis und er hat uns angeboten, dass wir hier schlafen können. Naja, das Blöde ist nur, dass die Tipis fast 600 Höhenmeter oberhalb vom Tal sind auf der anderen Seite. Genau. Jetzt müssen wir noch mal ungefähr 500 im Hänger hoch. Ich glaube, so viel ist es nicht. Oder 400. 200. Wir schauen mal, wie weit es ist. Muss man immer psychologisch korrekt angehen. Immer viel weniger sagen, als es ist, und dann laut nur. Motivation ist es nicht so groß. Der einzigste Knackpunkt an der Sache war, dass wir dann nach unserer Tour gestern noch mit Gepäck und allem Zeugs hier hochstrampeln mussten. Es hat gewindet, es hat geregnet und ja, das war. Wir haben beide gesagt, ja, die Beine gehen eigentlich, aber wir hatten einfach keine Lust mehr. Die sogenannte Katzenwäsche. Wenn man die Luxusreisen bucht, reiht dieser Eiermann. Immerhin regnet's. Eigentlich will man am liebsten umdrehen und ins Tal runter und ins Hotel gehen oder was weiß ich was. Aber letztendlich ist es voll gelohnt, da gab es eine Feuerstelle, wir konnten Nudeln kochen mit einem Riesentopf. Wir konnten alles wieder auffüllen und da es die ganze Nacht was durchgeregnet hat, war es sehr sinnvoll, irgendwie ein gescheites einfach ein Dach über dem Kopf zu haben. Und da waren wir ziemlich froh, dass wir hier oben angekommen sind, ja.
sind eigentlich zwei Tippis und ein kleines Mini-Tippi da hinten. Das habe ich schon vorhin getestet. Das ist eine Toilette. Ich glaube, die Toilette bisher mit dem besten Ausblick, die ich je benutzt habe. Nach der spaßigen Abfahrt mit den Anhängern geht es weiter Richtung Mattertal. Die 80 Kilometer hoch bis nach Tesch haben es ganz schön in sich und wir sind nicht traurig, dass es die letzten steilen Kilometer mit dem Zug nach Zermatt geht. Werte Fahrgäste, das Zugteam der Matterhorn-Gotthardbahn heißt Sie herzlich willkommen in Zermatt-Shuttle nach Zermatt und wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Zermatt ist echt abgefahren, weil wir hier so einen Campingplatz haben, der quasi nichts kostet. Und halt das Klientel entsprechend ist lauter junge Wilde quasi, die keine Kohle haben, aber gerne in Bergen sind. Und in der Stadt selber ist halt alles so dieses Mickey Mouse, Disneyland-Style, Berg-Idylle quasi für die reichen Touris. Also echt eine schräge Mischung, hey. Und wir haben den Zug. Nachdem wir den finanziellen Schock an der Kasse überstanden haben, genieße ich die kräfteschonende Auffahrt Richtung Unterrothorn und sammle meine letzten Kraftreserven für unseren Aufstieg zum Oberrothorn. Denn der Plan für heute Abend, das Matterhorn im Sonnenuntergang Käsebrot essen zu beobachten, steht. Ganz versöhnt sind wir noch nicht mit dem Tal hier. So nutzen wir unsere letzten zwei Tage und steigen zur Trifthütte auf. Ordentlichen Portion Schlaf im Matratzenlager brechen wir auf zu unseren letzten 1200 Höhenmetern. Mag der Berg auf der einen Seite für die Auswüchse des Massentourismus geformt sein,
ist er es auf der anderen schon nicht mehr. Wir sind nun auf der vergleichsweise unerschlossenen Seite. Hier kommt nur hoch, wer dies aus eigener Kraft schafft und sich zu motivieren weiß. Leg das Wort mit Schinken. Schinken. Ein. Das ist ein Wirt. Der Rote. Eins mit Schinken, eins mit Eis, die Güte, Bummerlunder. Ja, dermaßen motiviert entschließen wir uns spontan, zum Warmwerden auf dem Weg noch das Platthorn mitzunehmen. Die kurze Abfahrt Richtung Gletscher ist eine willkommene Abwechslung, bevor es wieder mit geschulterten Velos weiter zu unserem allerletzten Gipfel und eigentlichen Ziel Richtung Mettelhorn geht. Das ist rutschig. But you were looking away. You need to look at me. Cool. Perfect. I must tell him what I saw. Hey, see you later. Good work. See you. Yes, yes, you are. Nein, der Arsch. Sehr ähnlich zu deiner, ja? Danke, Jungs. Have a nice day. Meine Herren, ist dermaßen gut, dass, ob wir wollen oder nicht, Zermatt nun als eine unserer Lieblingsbike-Destinationen eingeht. Mit der pünktlichen Abfahrt des Zuges hat uns das moderne, getaktete Leben schnell wieder. Auf der Fahrt zurück rauschen die zuvor mühsam erkämpften Kilometer nur so an uns vorbei. Je mehr man im Aufstieg investieren muss, desto größer erscheint einem danach der Gewinn. Ein schräges Gefühl, wie angenehm und einfach so vieles in unserer heutigen, westlichen Welt doch sein kann. Jede Reise sorgt für Erlebnisse und Erfahrungen. Und diese sorgen dafür, sich selbst zu überwinden, immer wieder loszuziehen und neue Herausforderungen zu suchen. Alles, was man dafür braucht, ist ein Fahrrad, ein Hänger und ein Freund. Gut, nichts davon ist ein Muss, doch vor allem der Freund macht, wie sonst auch im Leben, alles besser.